Grüße euch, meine Lieben, zu den heutigen Tageskarten. Wir haben hier einmal drei Karten zur Auswahl von Seelenbotschaft. Einmal den Schneeflocken-Obsidian, dann, ich glaube, Orangen-Kalzit ist das, und den Turmalin. Turmalin und Schneeflocken-Obsidian sind Schutzsteine, die beschützen vor schwarzer Magie und auch anderen Thematiken. Und ich beginne mit der ersten Karte. In meinem Leben läuft alles bestens. Jetzt und in Zukunft entfaltet sich mein Leben auf optimale Weise. Hier haben wir gesegnete Veränderung. Eine bedeutende Lebensveränderung schenkt dir großen Segen. Du hast vielleicht das Gefühl, als ob zurzeit alles in deinem Leben auf dem Kopf steht. Doch sei gewiss, alles steht zum Besten. Diese Karte versichert dir, dass die Veränderungen in deinem Leben dir helfen, Dinge loszulassen, die dir nicht mehr dienlich sind. Mit den alten Dingen hast du deine spirituelle Aufgabe erfüllt. Du bist aufgefordert, anmutig, gelassen und voller Akzeptanz in deiner Mitte zu bleiben. Wiederhole dir immer wieder, ich heiße die göttliche, inspirierte Veränderung willkommen und bleibe ruhig wie das Auge des Sturms, während ich in mir und um mich herum alles verändert. All diese Veränderungen sind zu meinem höchsten Wohle. Ich weiß, dass die Liebe von Dauer ist und immer für mich und meine Lieben sorgt, egal wie eine Situation äußerlich wirken mag. Die Veränderungen schaffen Raum für neue Möglichkeiten des Lernens, Wachsens und Gedeihens und für neue Beziehungen. Das Wesentliche ist, immer weiter zu atmen und die Veränderungen zu genießen, auch wenn sie beängstigend erscheinen. Wenn dich das Universum zu neuen Verantwortlichkeiten hindrängt, wisse, dass du aus der Sicht des Himmels dazu auch befähigt bist. Und wir fangen an aufzulösen. Super. Tanz. Bewegung, Zug, Musik gibt dir neue Energie. Tanze zu Hause oder in Gesellschaft. Dann haben wir hier Rückzug. Manchmal liegt der Schritt nach vorne im Rückzug. Gehe in dich. Ja, warum eigentlich auch nicht? Und die letzte Botschaft ist Spiritualität.
Nimm dir Zeit für deine Spiritualität, achte auf deine Träume und Ahnungen, lege Karten, folge deinen Eingebungen, beschäftige dich mit Astrologie, Jenseitskontakten, Heilarbeit. Ja, auch die Energie einfach auch nutzen des zunehmenden Mondes, der Heilstein einfach mal wieder zu reinigen oder in Hämatit-Bergkristall zu legen. Ja, die Sonnenenergie aufzutanken, die einen brauchen die Mondenergie, die Vollmondenergie, die anderen die Sonnenenergie. Genau, für mich wird es auch wieder allerhöchste Eisenbahn, die Wohnung zu reinigen. Genau, das werde ich wieder tun. Nicht nur Räucherstäbchen anzünden. Ich gehe davon aus, dass ich heute den ganzen Tag erreichbar sein werde. Ruf mich gern unter der 0900 50 777 44 anrufen. Drückt ein Gefällt mir, abonniert mich, teilt mich. Zumindest das Tageskartenvideo. Nicht meine Person natürlich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.